Hallo und herzlich willkommen zurück bei Neo 2. Ja, es geht weiter hier am Schrein. Hier haben wir den letzten Part beendet und unsere Aufgabe ist, ich klicke es mal kurz an, rette Yoshitsune aus einer heiklen Lage. Also irgendwie hat er sich hier wohl verrannt. Wie genau diese heikle Lage aussieht, das wissen wir noch nicht. Was wir aber wissen oder was ich gerade gesehen habe, ist hier irgendwas, was da rumbaumelt. Und das sieht irgendwie so aus, als ob dann Feind sich... Ja, Tatsache, rangeklammert hat. Was er besser nicht gemacht hätte. Also, hätte ich der sich durch Zufall gesehen, hätte er wahrscheinlich hier hochgeklettert. Frage ist, wo es lang geht. Wieder zwei Möglichkeiten. Und hier ist eine Tür. Gehen wir erstmal in Richtung Tür. Bevor wir da runter droppen. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Also, da müssen wir wohl ganz einmal außen rum, um, wie so oft, von der anderen Seite dann die Tür zu öffnen. Macht aber nichts. 7 Skalpsgräbe. Ja, ich hatte schon mal gesagt, unsere Gleve, ich hatte ja nach dem Hauptspiel ein bisschen weitergespielt. Da ist die aktuelle Gleve wirklich stark. 1374 und die ist, ja, ihr seht's, bedeutend schwächer. Deswegen werden wir die wahrscheinlich noch länger behalten. Was ist das? Okay, der Angriff ist neu. Also den Angriff habe ich noch nie gesehen. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, wo es hier lang geht. Was ist das denn jetzt schon wieder für ein Weg? Moment mal, hier ist doch, hier sind wir doch hergekommen. Okay. Okay. Vergesst das einfach. Es geht weiter runter. Der Weg ist nach unten. Beständig nach unten. Und irgendwann wieder hoch, aber nicht jetzt. So, hier wird gegraben und gebuddelt. Nach Gold und Geistersteinen. Okay, ich glaube, ich wäre tot gewesen, wenn man da nicht blockt. Aber alles gut gegangen, wollte ich gerade sagen. Wo kamst du denn her? Oh. Alter. Also. Es geht gleich wieder los hier. Man hat mit Gegnern der Gegnerplatzierung nicht gespart. Aber dieser eine Move, der war definitiv neu. Also der da oben. Wieder versperrt. Out. Und wisst ihr was? Wir nehmen mal wieder einen mit hier. Kantoi Rikichi.
für ein paar Meter eine Begleitung. Ja, grüß dich auch. So, die Tür muss aber jetzt auf sein hier. Leute, wollt ihr mich veräppeln? Wie verzweigt ist das hier? Moin! Oh, wow, wow. So, und ich muss sagen, diese neue Waffe hier, die gefällt mir mittlerweile richtig gut. Wer früher schießt, muss weniger schlagen. Also die Waffe gefällt mir richtig gut hier, die neue. Ich hatte sie, glaube ich, schon mal kurz gezeigt. Hier, Sunset Sukhon. Die neue Waffe hier im DLC. Die gibt es exklusiv erst hier seit diesem DLC. Von Anfang an oder relativ früh auf jeden Fall verfügbar. Und diese Ninja-Anführer Sunset Sukhon ist irgendwo gedroppt bei mir. Die nutze ich jetzt, bis irgendwann mal was Stärkeres kommt. Was machst du da? Okay, das war zu langsam. Wo ist denn die Begleitung hin? Ja, man hat's gemerkt. Zwei, dreimal nicht getroffen und das ist dann fatal. Da kommt der Gegner. Wir sehen uns an dieser Stelle wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Aber diesmal gibt's gleich von hier oben einen Aufmerksamkeitserreger. Check this out. Einen für dich. Ah, komm, ein Stückchen runter noch. Und einen für dich. Das macht die Sache leichter. Ich sammle den Schutzgeist wieder ein. Und weiter geht's. So, für dich ist auch Feierabend. Wo ist Kanji? Wo ist Kanji wieder hin? Was war das denn für ein Geräusch? Ich glaube, Kanji geht seinen eigenen Weg. Den interessiert nicht so, wo wir lang gehen. Der ist da irgendwo. Irgendwo da unten. Kanorikichi. Ja, na gut. Dann bleibt er stehen. Warte, bis die Sonne aufgeht. Sehen wir uns zum Frühstück wieder. Oder auch nicht. Ein kleiner Bug an dieser Stelle. So, oben rechts war gerade ein Sodama, habt ihr gesehen? Oh. Oh. Nee, also Kanori Gichi, der bewegt sich nicht mehr. Ist eingerostet. Oder eingerastet. Oder beides. So, warte mal hier. Wieder zurück in den Wald? Moment! What? Hier sind wir doch hergekommen. Was war das denn jetzt? Erwartet er vielleicht deshalb? Weil es hier nicht weitergeht. Ja, aber wo denn dann? Also das wäre der Rückweg gewesen. Trotzdem frage ich mich jetzt, wo es weitergeht. Dann vielleicht hier? Nein. Hier sind wir doch hergekommen.
Ja, was habe ich denn übersehen? Was habe ich denn übersehen? Da gibt's nichts. So, ich bin da lang gegangen. Wenn ich jetzt hier runterspringe, das bringt ja mal gar nichts. Da oben ist ein Sodama. Ist hier eine Leiter? Habe ich eine Leiter übersehen? Nein. Keine Leiter. Hier wollte auch schon einer irgendwas ausprobieren und ist gestorben. Ja, Wegfindungsprobleme. Moment mal kurz. Aha. Da geht noch ein Weg hoch. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob das... ob ich den ganzen Weg jetzt zurückgehen kann wieder. Also allzu lange wird es nicht dauern. Wir sind ja auch wohl wissend, dass die Leute sich verirren. Schon diese Schanzen hier aufgebaut, dass man runterdroppen kann. Ja, und jetzt kommt er auch wieder. Also. Dann erstmal wieder nach oben. Und dann nach rechts. Oder? Hier lang. Nein, und hier ist Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Also, dem Sodama, den können wir jetzt noch was geben. Vielleicht droppt er irgendwas Schönes, aber ich weiß gerade wirklich nicht, wo es sonst lang geht. So, was haben wir für dich? Abtrünnige Glewe. Wegwerfen. Zack. Da, für dich. Hihi. Ja, die Tonfahrer, die brauche ich gerade nicht. Aber nett gemeint. Tja, die Frage ist, wo geht's weiter? Die Tür da unten war doch definitiv abgesperrt. Was ist denn hier? Geht hier noch irgendwas? Was ist denn das für ein Weg? Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, hier waren wir noch nicht. Und Kanoiri Kichii ist verschwunden. Ja, er stand einfach zu lange da. Unbeweglich rum. Weil ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Beziehungsweise nicht wusste, wo der richtige Weg ist. Ah, sei es drum. Wir sind wieder auf Kurs. Wir können zumindest das Tor schon mal aufmachen hier. Und dann entweder in den dunklen Bereich oder wir lauern mal kurz nach oben. Auch ein dunkler Bereich.
So, das war's aber noch nicht. Unten lauern noch welche hier. Mindestens zwei, ne? Waren da, glaube ich. Also, wir gehen nochmal runter. Das war's immer noch nicht. Also wer oder was ist denn hier für den dunklen Bereich verantwortlich? Ich sehe sonst niemanden mehr. Oder erstreckt er sich vielleicht über zwei Etagen? Vielleicht geht es ja noch weiter hoch. Ich habe es gerade nicht gesehen. Es geht noch weiter hoch. Es scheint so, als ob es auch noch da drin weitergeht. Also, da, ich glaube, genau, okay, also. Okay, das ist der Übeltäter. Definitiv. Die Abkürzung schalten wir frei. Beziehungsweise öffnen wir schon mal. Ich habe leider keine... Ach komm, egal. Das ziehen wir jetzt durch. Okay. Kurzer Rückzug. Na, wo steckst du? Er hat sich zurückgezogen. So, das war's. Das heißt, wir können endlich die Kisten looten. Gebt mir Fleisch, gebt mir Fleisch. So, Frage ist, ist hier vielleicht noch ein weiterer Schrein oder muss ich zurückgehen? Ich gehe nochmal ein Stück. Hoffentlich renne ich nicht in eine Falle rein. Das ist mir zu gefährlich, Leute. Das ist mir gerade zu gefährlich.
Da gehe ich gerade die 3 Meter zurück und ich kann auch mal anhalten. Also ich gehe zurück zum Schrein und dann sehen wir uns hier an der Stelle wieder. Dann gehen wir gemeinsam hier runter zum Wasser und mal gucken, wer sich da unten so verbirgt. Danke fürs Zusehen bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Tschüss.